Art von Rejuvenisieren, bei mir ist die Christina für ein Bauchnabelpiercing. Du hast schon eins gehabt. Ja. Aber wir machen jetzt nochmal eins, weil das dann einfach dünner geworden ist über die Jahre. Ne? Das geht so. Ist immer schwerer. Ne, die Frage, wobei es eh super ist von der Haut, aber klar, wenn man immer schwerer Sachen trägt, dann wird es auch schockiert, kann das eben passieren. Sollten es eigentlich auch beim Duschen jetzt draußen? Nein, nein, nicht immer drin lassen. Immer drin lassen. Also ich würde es immer drin lassen, im Alltag immer drin lassen. Auch wenn es glitzert, meine kleine Dusche also mit der Zeit, aber dann kaufst du halt nach den Jahren noch Rest. Also aber ich würde gerne Rest ein bisschen drin lassen. Weil wenn man anfängt, das Piercing immer rein und raus zu tun, kommen natürlich auch laufend neue Bakterien rein und raus. Und also, das ist oft verletzt man das ständige rein und raus mehr, als wenn es drin bleibt. Also ein Piercing ist eigentlich immer gedacht, drin zu bleiben. Und wie gesagt, für dich vielleicht im Alltag dann was mit weniger Anhänger, mit weniger Gewicht und ab und zu Lust hat, tu mal ein größeres rein, wo wieder mehr Anhänger ist oder mehr Action macht, ja, als das andere. Ganz gerade mal bitte stehen, Christina. Dir mal anzeigen. So, also bleiben, jawohl. Das muss eh noch mehr höchstens, wenn es noch mal höchstens 30 Jahre hält, dann reicht sie. Dann hätten wir es geschafft zum 90er. Ja. So, einmal im Spiegel schauen. Das ist jetzt quasi hier oben ein Punkt. Ja. Wieder, wie hoch das eigentlich wieder ist, wenn es richtig ist. Und da unten drin, in der Nadel drin, kommt es wieder raus. Wieder schön sauber, kompakt, dann hat es wieder genug Haltbarkeit. Dann hält es so, dass wir wirklich die nächsten Jahrzehnte hervorragend halten. So, dann werde ich kurz hinlegen. Und dann werden wir stehen. Ach, und woher kennst du uns dann, Christina? Ja. Woher kennst du uns? Im Internet gehört, wer die besten Bewertungen hat. Und da waren alle zufrieden und da bin ich da gekommen. Danke. Ja, es gibt immer wieder Leute, die sich dann. Nein, das ist schon wichtig, weil das nutzt mir nichts, wenn ich da jetzt vielleicht, ich weiß nicht, nein, das hört sich ein Trinkgeld zahle und dann nicht hilf. Ja, absolut. Also ich hatte jetzt gerade wieder einen Fall von einer Mädel, die war stechen irgendwo anders und jetzt ganz traurig, dass wir es raus haben nehmen müssen, weil es sah jetzt nach einer Woche total entzündet aus, war auch viel zu lang, auch schief. Ja. Und dann hat sie mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, naja, schau, das bringt nichts, das lohnt sich nicht. Ja, aber ich habe bereits so viel dafür bezahlt, sag ich, ja, aber halt, dann ist halt einfach gleich zu jemandem gegangen, wo es passt, dann ist einmal dafür bezahlt. Das ist, wenn da 20 Euro mehr ist es nicht, das ist 20 Euro, das ist sein. Das lohnt sich aber nicht. Nein, bei sowas. Wenn ich jetzt 2000 Euro sparen kann bei irgendwas, okay, dann überlegen wir das, aber. Ja, das ist wirklich so. Also ich habe das aufgehört, also egal was bei den ganzen Elektrogeräten und Blut, ich kaufe es nur noch so, wie ich es mir wirklich will. Ja. Und wenn es mir teuer ist, dann warte ich lieber, als dass ich mal einen Kompromiss eingehe. Bei jedem Kompromiss, den ich jetzt gemacht habe, bei irgendwelchen Geräten oder Sachen, kam ich teuer. Ja, immer. Und man hat dann auch keine Freude daran. Ja, man denkt immer, ja, scheiße, wenn irgendwas nicht ganz hin. Genau. Denken wir mal, hätte ich doch. So, bleib mir locker. Atmen nicht vergessen. Super. Weißt du, bist eine Sportliche. Was sagst du, läufst sonst immer, dann brauchst du ganz frei, weil der Bauch ist für mich klar. Jetzt war ich faul. Jetzt, das merkt man natürlich. Gut, bei 38, 35 Grad Hitze, da ist der Gusto nicht mehr so nach Joggen, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber es wird ja kühler. Heute ist auch schon etwas kühler und ich glaube, jetzt ist dann dieser krasse Sommer dann langsam vorbei. Ich halte sowas nur mehr aus, wenn es so heiß ist. Da geht's, weil da bin ich alle 5 Minuten drin. Bisschen Wasser, genau so ist es ja. Super, perfekt, schön geworden. Ach, schön, das war gar nicht mehr so. Ja, das war das Ziel. Einmal Spiegel schauen. Ja, schön, jetzt sitzt das wieder so, wie es gehört. Das ist ja schon. Das hat ja ziemlich nachgehängt. Also, darf ich einmal sagen, wie alt du bist? Ja, das war 1965 geboren. 60? Unglaublich, oder? Also du wirst, es ist krass, ja, aber es ist krass, Also hätte ich nie geglaubt. Ich hätte mir nie gedacht, wenn ich jetzt rechnen können, aber ich hätte dich, keine Ahnung, auf Mitte 50 geschätzt. Aber nicht auf den 60er quasi bald. Ja, ich bin aber gar nicht traurig, dass ich schon so alt bin.
Ich muss sagen, ich finde es auch immer, das ist immer relativ. Veränderung der Zeit. Für die jungen Mädels mit 14, 15, da bin ich ja steinalt in meinen 46 und du bist noch älter. Für die, das ist, und wir bedenken, naja, so viel Alter sind so Körperspannung. Ne? Und so, aber ja, aber das ist so, das ist immer so ein relatives Gefühl. Ja? Und wie gesagt, die Veränderung der Zeit. Ja? Also, ja, die ist momentan echt spannend. Aber die Entwicklung ist halt interessant, wenn man das alles mitkriegt. Kassetten aufholen. Ich wollte gerade sagen, du kennst das auch alles, genau. Du bist dann am Sommer ein bisschen vorwärts. Ohne Navi und. Ja, ja, genau. Ja, das kennt ihr ja immer. Kassetten, Schallplatten und Co. Ja. Wissen die gar nicht, und CD und Mini, was es gab, gibt es alles nicht mehr. Ne? Nur noch iPhone, das Ding kann alles. Ja, Motorradfahren ohne Helm. War es bei dir noch erlaubt? Ja. Bei mir nicht. Ja, wenn ich einen Führerschein gehabt habe. Echt? Bis 83, ja. Was, ohne Helm? Ja. Krass, ne? Nur mit Sonnenbrillen und dann die Fliegen aus den Haaren. Okay. Ich meine, das ist schon vom Gefühl mal geil, mal irgendwo, jeder hat das mal gemacht, irgendwie auf einer Motocross-Strecke oder mal. Sicher, auf der Strecke. Aber wenn du dich halt auf die Bänder haut, bist halt einfach hin. Ja. Aber klar, vom Lebensgefühl war es schon cool. Ja. So, ja, sicher. Hat mich gefreut, ja. Liebe. Eins noch, genau, bevor es vergessen wird, aber du was mal muss ich jetzt fliegen. Ja, genau. Zuerst die Hände waschen. Genau, du musst es nicht. Also erstmal hat sich da auch viel getan. Mhm. Und zwar im Positiven, weil früher wurde komplett Wirrwarr gepflegt. Mittlerweile haben wir eindeutige Produkte und haben eine PDF. Dieses als PDF-Version kriegst, wie man das pflegen muss. Zuerst erkläre ich es dir mal. Spray und Gel. Erst sprühst du es ein, oben unten den Bauchnabel. Mhm. Dann nimmst du eine Küchenrolle, reinige mit der Küchenrolle bitte oben und unten das Piercing. Dann nimmst du das Gel, da reicht ein kleiner Tropfen, Stecknadelkopf groß, oben unten drauf tun und das bisschen einmal sanft hin und her bewegen. Aha, dass sich das durchbleibt. Damit im Stich keiner reinkommt. Genau, das ist. Nicht mehr, nicht weniger. 3 Wochen bitte 2-mal am Tag und dann 3 Wochen 1-mal am Tag pflegen. Das heißt 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen würde ich gerne mal hier an, zum Kontrollieren. Dann schauen wir, wie es verheilt ist. Ja. Dann mache ich mir gerne mal einen Schmuck rein. Dann suchen wir uns auch mit etwas Extravagantes aus, vielleicht mit einem kleinen Anhänger. Wie gesagt, für den Alltag haben wir lieber weniger als mehr, aber Anhänger darf schon sein, aber nicht vielleicht riesengroß. Okay. Wir haben halt viele Modelle unten. Du kannst auch 2, 3 mit hochnehmen, wir schauen uns zusammen an, ich sage dir meine Meinung. Ich habe welche. Also, dann sehen wir uns nächstes Mal. Gehen wir schwimmen? Duschen. Duschen darfst du ganz normal, du brauchst keinen Duschen, das ist alles gut so. Du duschst normal, und du machst Sport. Duschen dann das ja. Du machst Duschen, Sport, alles ganz normal. Einzige Verbot, was wäre mit Schwimmen gehen. Sehnenflüsse wären okay, wenn die Wasserqualität passt. Salzwasserpool oder echtes Salzwasser auch gut. Chlorwasser würde ich 2 Wochen nicht reingehen. Da gehe ich sowieso nicht rein. Dann haben wir es schon geschafft. Super. Gut. Euch danke fürs Zuschauen, dir danke fürs Stechen. Bis in 6 Wochen. Nochmal. Tschüss. Christina. Servus. Ciao. Ciao.